Hallo Mitspieler, mein Name ist der Low Riot und ich begrüße euch zur Episode 32 in diesem Grand Theft Auto 5 Let's Play. In der letzten Episode haben wir einen filmreifen Stunt mit Franklin und Trevor gemacht. Michael wird ja aktuell von dem korrupten FIB-Bullen Davey unter Druck gesetzt, ihm bei seinem Problem zu helfen. Und der hat gerade ein Problem mit einem gewissen Ferdinand, wegen dem wir auch in der Gerichtsmedizin waren, ihn dort ausfindig gemacht haben, beziehungsweise eine Leiche, die so wie ihr heißt. Wir haben diesen Ferdinand dann vom FIB befreit und ja, nun geht das irgendwie weiter. Gut, nun sind wir mit Michael unterwegs und ich gucke mal, was wir für Möglichkeiten haben hier auf der Map. Schauen wir mal, das ist Trevor. Das ist auch Trevor. Das ist F wie Franklin. Trevor, Franklin. Ach, hier oben ist was für Michael. Bei sich zu Hause. Ist er bei sich zu Hause? Ich glaube ja. Ja, ist bei ihm. Ja, ja. Und er könnte zum Psychiater gehen. Ansonsten hier oben ist alles leer. Na, hier oben ist nochmal Trevor. Und hier oben ist nochmal Franklin. Na gut, wir sind gerade in der Haut von Michael. Würde ich sagen, machen wir ihn hier. Hab auch mal kurz Lust, ein bisschen Auto zu fahren. Auf geht's. In die richtige Richtung, bitte. Fädeln wir uns mal ein hier. Ja, Radio wird es leider nicht mehr geben. Ich habe in Episode 28 und Episode 30 zwei Einsprüche bekommen, aufgrund von Urheberrechtsverletzungen. Obwohl es die ganzen Episoden davor gut ging. Ja, und die Erkenntnis daraus ist, Radio muss ausbleiben. Weil das im Nachhinein zu editieren und dann so auf gut Glück die ganze Geschichte zu machen, ist ein bisschen sehr, sehr, sehr umständlich, weil ich die Daten, die ich aufzeichne, die schmeiße ich ja irgendwann von der Platte runter, weil das sind ja Unmengen von Daten. Und meine Festplatten sind ja kein endloses schwarzes Loch, wo man unaufhörlich Sachen drauf speichern kann. Deshalb jetzt diese Entscheidung. Tut mir leid, ich meine, man hat das Radio nun nicht doll gehört, aber so ein bisschen Jududel im Hintergrund war an und für sich nicht unangenehm, jedenfalls hat es mich nicht gestört. Auch relativ merkwürdig, diese Urheberrechtsverletzungen, die sie mir da angekreidet haben. Ich habe mir die Stellen anhören können, es wurden ja auch die Zeiträume in den Clips gezeigt oder angegeben. Ups, jetzt wird es ein bisschen dichter hier. Und es war wirklich kaum zu hören. Ich habe mir die Originale angesehen oder angehört auf YouTube. Oh, können wir gleich abkürzen. Ups. Und ich konnte kaum erkennen. Also konnte die Musik, also die müssen da wirklich irgendeine Elektronik am Start haben, die die Clips durchleuchtet. Ups, packen wir mal die Puste weg. Und gehen zum Shrink. Mal sehen, was der zu sagen hat. Dieser große Menschenfreund. Well, you've made it in the end. Please, take a seat. Hey, you mind if I don't, Doc? No. Do as you like. Yeah, thanks. Oh, man. 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 You know what, look. I'm just gonna take off. I'm not in the mood for this shit. This fucking bullshit. Komm, ich bin nicht umsonst gefahren. Can I ask you something, Doc? I mean, you're a wise, kind, know-it-all kind of guy. Muss er selber lachen. Ja. You believe in evil? No. No, I don't. I'm a man of science. Evil is a construct made by people who wish to indulge childish fantasies, or by people who wish to judge others.
It all comes back to the father-mother syndrome, which is what we spent last year on. Yeah, well, you obviously never met my old buddy. We call him Tony. I thought he was called Trevor. Oh, shit. That's right. I forgot I told you about him. No, nope, don't worry. Everything you tell me is in strict confidence. Didn't you tell me that if I turned things over, you know, started again, that the universe would find some way to forgive me? Wasn't that you? And have you turned things over? Well, no. You know, not really, but that's not the point. I mean, I want it to. That is the point. What's been going on exactly, Michael? I think you'll call this a bad relapse. Relapse is a vital part of recovery. There's been a radical shift in my fortunes, Doc. I may have been a fat, miserable slob on a sun lounger, but at least that was my choice. You know? And I made a mistake. A monumental mistake. A series of monumental mistakes. The house, stock market scam, jewelry store. And now, I'm playing gun thug for the FIB. Just to pass the time, you know, till Trevor figures out if he wants to kill me. Maybe my whole family. Out of control, no choice. These are things you tell yourself to justify your behaviors. Hmm. Anything else you want to tell me? Sometimes I'm fine, Doc, and sometimes I'm a fucking maniac. It's like I'm two different people. You know, I don't like either one of them. I think split personality is the least of your problems. You're deranged. Uh-oh. What? Well, just don't like myself very much, Doc. That's the truth. Hmm. What about your sexual problems, Michael? I've been well. I mean, I've had thoughts, but I've been good. Not a single problem. We all have thoughts, Michael. Not acting on them is real progress. If I could just get all these people off my back, Doc, I'd be doing a lot better. Fascinating. You may actually be a rare combination of a sociopath and a deluded psychopath. Either that or a more classic case of a weak pup who was weaned too soon by an angry mother. What the hell does that mean? It means that's about all we have time for. I really want you to work on yourself. Think about the person you'd like to be and really obsess about it. Next week, I'll tell you how to become that person. And remember, brother, we're all rowing together. Now, cross that ocean. Oh, by the way, your insurance ran out. Listen, I don't suppose you could pay cash from now on. If I'm hearing correctly, you've clearly got some. Yeah, okay. Close the door on your way out. And buddy, chin up, okay? Immer wenn sie irgendwie zu Potte kommen oder irgendeine Erkenntnis im Raum steht, ist die Zeit vorbei. Ein merkwürdiger Doktor. Michael mag ein Arschloch sein, ein Krimineller, aber wenigstens arbeitet er an seinen Problemen oder er gibt es zumindest vor. Wo wir gerade von sprechen, klauen wir doch einfach mal ein Auto. Ja, wäre natürlich interessant, was dieser Psychovogel zu Trevor sagen würde, wenn Trevor hier sitzen würde. Jo, holen wir uns nochmal die Map hervor. Nach wie vor nur Michael selber bei sich zu Hause. Und ansonsten nada. Gut, dann würde ich sagen, oder dann würde ich am liebsten jetzt zu, sagen wir mal, Franklin springen. Obwohl, Michael sollte zwei Aufträge haben. Egal. Gucken wir mal, wo sich Frankie Boy rumtreibt. Fuck this dog. Fuck this, okay. Wo sind wir? Wir sind in der Nähe der Heimat. Und schauen noch hier mal. So,
ist dann das nächste. Das nächste ist seine Bude und wir gehen mal hier zu B. Ist das dasselbe B, was Michael hätte? Also Brad, dieser Bulle? Hieß der Brad? Der FIB-Mann? Dann gehen wir einfach mal gucken. So Leute, und was ist denn hier los? Rush Hour oder was? Knoten enthellert. Okay, Lester bietet einen Job an. Gerade abgelenkt, höre ich Musik im Hintergrund? Ich hatte doch die Radios ausgestellt. Da muss ich schnell reagieren, hier tut sich irgendwas. Es lief zweifellos Radio. Das hatte ich doch in den Einstellungen abgestellt. So, wir haben die Kohle geholt. Und uns zwei Steine eingeheimst. Gut, behalten wir die Kohle. Sind wir mal diesmal nicht der nette Freundliche. Hier irgendwo eine Seitenstraße, wo wir mal schnell... Och Mädel, ihr könnt weggehen. So Leute, das tut mir leid. Gut, habe ich hier auch eine Einkaufsstraße erwischt. Die reagieren überhaupt nicht aufs Hupen. Ey. So, nun rennt mal hier ein bisschen. Was überhaupt nicht mehr ein Spiel ist, ist einfach so über Leute rüberzufahren. Auch wenn es bloß digitale Kopien von Menschen sind, finde ich das nicht adäquat. Ich meine, mal eine Lampe umfahren oder mal ein Auto rammen, ist was ganz anderes. So, wir haben die Sterne verloren, wie auch immer. Und sollte ich nicht eigentlich noch was unten im Scanner haben? Eine Route, wo ich hin wollte? Sind wir ein bisschen vergesslich hier? Hier wollte ich hin. Na, vielleicht war ich aus Versehen kurz da. Und hab das dadurch annulliert. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ey, heute ist der Verkehr aber ganz schön dicht hier. Was ist denn los? Na, hier bin ich eben auch vorbeigekommen. So. Ja, mit dem Radio stimmt definitiv was nicht. At the smoke inn. We're what? Yeah, we're gonna bring down the government by smoking weed together. Ach, er wieder. In a public place. It's very effective. I'm prepared to be a martyr, friend. Kleiner Kiffer-Flashmob. Are you? Shit, if being a martyr means to smoke good weed, for sure. Would you like a little warm-up? You know, before you go and collect the supplies? Before I what? No. Get the supplies. Can't have a smoke in without smoke. You know, cerebral stuff that's gonna get the people up off their feet protesting. Man, I don't know. It sounds kind of bullshit to me. We're gonna crush them with our resolve. Here. Have a little taste of that. Just a mellow, sophisticated high. Man, this seems a little dry. Can't you see the aliens? Man, what else are you taking? Man, this shit is garbage. Aber Michael funktioniert es, aber nicht bei Franklin. It's a revolution, and then call me. Crazy motherfucker.
So, und jetzt sollen wir irgendwas holen, oder? San Andreas needs you. Okay, da wird sich melden. Hey, go quick before someone sees you. And look out for the cops and the monsters. They're everywhere. So. Stimmradio ausgemacht. Gründe sind bekannt, Leute. So, wir haben keinen Mission Marker, das heißt, wir müssen uns erstmal von dieser Mission entfernen. Oder die läuft noch? Ahnung habe ich ja keine. Na, fahren wir einfach ein bisschen. Neuer Kontakt, Barry. So, jetzt haben wir auch wieder einen Missionsmarker in der Map. Dann halte ich an, zieh die Map. Hab hier Lester, der sich gemeldet hat. Und hier oben, das wird der Paparazzi sein, ne? Ich mach erstmal die Fragezeichen-Dinger, weil die haben mit Sicherheit nichts mit der Hauptmission zu tun. So, mir wird vorgeschlagen, hier auf der Autobahn oder auf dem Highway zu wenden. Okay, tun wir das. Und die Ausfahrt nehmen. Entschuldigung. Kommt garantiert wieder vor. So, was will der Paparazzi? Wem sollen wir diesmal unterm Rock filmen? So, nächste links und dann sind wir da. Oh, heute ist der Verkehr echt fett. So, was war diesmal? Would you stop doing this shit? Oh, wow, it's you. Hey, how's it going, homie? Hey. Yeah, hey, you seem incredible lately. Yeah, Trevor Phillips, but I doubt if you want a picture of him. Oh, wait, wasn't he in the men's room? Nah. Oh, shit, I gotta tell you, this is unbelievable. Ah, crap, that hurt. Man, you're not gonna believe this. They wanna do a reality series about me. Yeah, it's true, man. I'm gonna be big. I'm gonna be huge, right? It's all about the incredibly glamorous life I lead, huh? Good. Yeah, boy. Oh, yeah, boy. Yeah, except, you know, while I'm doing that, I'm gonna need somebody else to take some shots for me. Nah, I'm cool on that, dog. Oh, come on, dude. Come on, homie. All right, look, just if you get a chance, right? I mean, there's no rush, okay? Oh, and what I'll do is I'll send you a list of names and some links so you can see who they are, right? Yeah, whatever, man. All right. Hey, you know, and I promise you, fame won't change me one bit. Super. Yeah, I was afraid you would say that. I'm good. Wollte da in der Tonne wie Oscar? You owe me 20 bucks. Das war's? Auch er schickt mir irgendwas zu. Ach, ihr Leute, ihr seid alle so wunderschön kaputt. Ja, sind wir doch auf der Barry? Danke, dass du den Kamera. Wir können ja mal. Ist ja schon wieder eine Weile her. Orte, an denen du Fahrzeuge mit einem Geheimversteck sind auf der Karte. Sammle diese Fahrzeuge für Barry. Okay, gibt da bestimmt wieder andere Mails. Danke, dass du dem Kampf beitrittst. Hier sind die Details über die Verstecke. Geh schnell vor und halt auch schon nach dem Bullen. Die Schergen des totalitären Regimes. Naja, anrufen wollte ich nicht. Kontakte. Schauen wir mal die restlichen Mails durch.
die haben wir alle. Services, wir haben Konto zu eine Online-Überweisung gut geschrieben. Okay. Gucken wir mal, willkommen zurück. Eine Gutschrift kann ich hier nicht sehen. Und Banken wieder. Wieder ein bisschen Spam von Guns und Ammunitions. Guns at Ammunition. Gerade eingetroffen, Gefechtspistole. Ah ja, bla, Touchlicht. Macht mal, Jungs. Wir kommen irgendwann vorbei und kaufen noch wieder ein. SMS. Die haben wir gerade gelesen und dann habe ich noch die von Lester. Ich habe eine Gelegenheit für dich. Treff mich am Del Piero. Pierre. YouTube. Alles das werden wir machen? Möglicherweise in einer der nächsten Episoden. Das reißt nicht ab. Orte, an denen du eventuell Schnappschüsse von Prominenten machen kannst, werden jetzt auf der Karte angezeigt. Verfolge und fotografiere diese Promis für Beverly, steht oben links. Und die SMS? Beverly, hey Kumpel, ich habe ein paar Gerüchte über Promis gehört. Gelegenheit mit Bildern Dickkohle zu machen. Hab dir eine Liste der Orte geschickt, ruf mich an, wenn du dort bist. So, nun aber. Leute, ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch die Zeit findet. Ihr könnt mich gerne abonnieren, ihr könnt einen Daumen hoch da lassen und ihr könnt den Kommentarbereich benutzen. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.